U5 ist auch irgendwie schon recht weit unten, wenn ich mich erinnere. Wenn ich mich recht erinnere. Nein, Nidoran, vergiss es. Tu nicht. Nicht mit mir. Apfel. Ein Plosivsamen. Ja, aber die letzte Mission hat gezeigt, warum ich so ungern auf Jobs mit Klienten gehe. Aber weil die Klienten alle kacke sind. So. Manchmal sind ja ganz coole Pokémon dabei, aber die sind alle dumm und schlecht. Was ist das Problem bei denen? Ich hab da den Laufweg gesehen, den er hatte. Und du, hoppla. Mein Apfel. So, Persifere und Plosivsamen. Ja, reflexartig zum Geld hin. Schon auf U4. Nächste Ebene ist Zielebene. Zielebene? So, jetzt nur die Frage, wo Fritzelblitz ist. Ha, Plusle. Ich mag das kleine Ding. Ist so süß. Total knuffig. Ja, retten. Ja, komm raus hier. Ja. Ja. Vielen Dank für meine Rettung. Hier ist die Belohnung. 200 Poké. Und Georg Bock 10. Also, ja. Nächster Tag und so, ne? Am nächsten Morgen. Oh je, noch ein Erdbeben. Hoffentlich bricht meine Basis nicht zusammen. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Oh, hallo. Du bist früh auf den beiden hier. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Nein, ich bin dumm und taubstumm. Ich kann nur reiben. Bei so vielen Erdbeben kann man nicht mal richtig schlafen. Hey, Lombrero, was ist los? Wir brauchen euch am Pokémon-Platz. Dort versammeln sich gerade alle. Stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dengulist hat alle zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Ja, und gehen wir. Holla. Ah, ein Raichu. Es ist ja die Ironie bei Senshi. Sein Lieblings-Pokémon ist Raichu, sein Hass-Pokémon aber Pikachu. Wow, sieh dir alle Pokémon an. Nee, ich dachte jetzt, das wären Lego-Steine. Scheint, das hätten sie jede Menge Retterteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tengulist, was hat er nur mit all den Retterteams vor? Das war jetzt so ein bisschen spanischer mit schweizerischem Dialekt gemischt. beziehungsweise Akzent, ja, wisst ihr. Hallo!
Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich, also, es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder so an mich zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben keinen Senf mehr. Selbst das Team machte sich auf in die Tiefen dieser Welt. Und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simpsonal und sein Team brachen auf, um Krodon zu suchen. Und Senf zu besorgen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Es gibt doch die NSA! Wir sprechen hier von Simsalar! Aber sie sind nicht zurückgekehrt, so viel steht fest. Das ist wahr. Es scheint, dass Grodon eine Klasse zu hoch für uns ist. Was ist so stark? Das Pokémon namens Grodon? Geht doch in die Höhle oder so. Wir sagen nichts selbst davon. Was? Du machst so Witze. Da unten bist du überall Magma. Davon brenne ich doch deine Gefährdung im Leib. Ruhe! Seid bitte ruhig. Ich finde, der Erde lauert zweifellos sehr viel Gefahr. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an dem jeder x-beliebige hingehen kann. Deswegen bat ich so viele Retterteams, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Besten von uns zusammenstellen. Er meldet sich freiwillig. Wer von uns wird das Heldenteam des Abenteuers und der Tiefen der Welt auf sich nehmen? Neon, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Bist du doof? Ich bin Pflanzen-Pokémon! Lass das lieber, Freunde. Was ist los mit dir? Kannst du uns bitte aus dem Weg gehen? Muss ich dir erst ein Facebook geben? Ich hole mein Buch von zu Hause. Ich war nicht. Hat 400 Seiten. Ihr seid sicher viel stärker geworden. Das ist wahr. Aber es gibt da draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow! Das ist Turtok! Was ist Team Hydros Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanone auf seinem Rücken und seinen solchen Druck, dass sie sogar diese Eisenplatten durchdringen. Es heißt Krodon sein Boden-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich bin effektiv gegen Boden-Pokémon. Meine Hydro-Pumpe wird mit Krodon kurz einen Prozess machen. Ich bin auch dabei. Wow, das ist Artillery! Das ist der Anführer von Team Klammer. Die Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Das hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Schätzchen, wenn ich heute zuerst Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich dabei davon nicht vergessen, hm? Wow, Geowatz! Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Gestein. Er soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schaden standhalten. Wenn Grodon erwacht ist, soll mir das nur recht sein. Ich will jetzt immer einen Steinwurf. Dann bleibt er da, wo er hingehört. Das Fernpi rennt mal lieber weg. Turtok, Octillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Diese drei Reiter werden sich also aufmachen, Simsalar zu retten. Ja! Ihr repräsentiert uns alle, wir wollen stolz auf euch sein! Auf geht's! Wir müssen ja nur hoffen, dass sie auch zusammen kämpfen können. Das wäre nämlich schlecht, finde ich. Schafft es für uns! Rettet Simsalas Team! Seht ihr, die sind ganz schön zäh, hm? Überlasst es ihnen. Da kann man nichts machen, Neon. Ich wünschte, wir könnten auch mitgehen, aber es lässt sich leider nicht ändern. Das Team von Turtok sollte sich um die Dinge dort unten kümmern. Wir geben unser Bestes bei der Erledigung unserer Rettungsjobs. Das ist aber so langweilig! Top-Elixier, das ist jetzt total in. Bitte, es ist wichtig. Nein, ja. Leck mich. Ich suche ganz sicher keine Items für irgendwelche x-beliebigen Trottel. Eisstrahl! Eisstrahl!
fügt den Fan gegen stehenden Gegnern Schaden zu. Kann den Gegner unter Umständen in den Gefahrenstatus setzen und ihn handlungsunfähig machen. Nicht schlecht, aber zu wenig Geld. Hast du was Interessantes? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich brauche alle Riesenäpfel. Du hast keinen Platz bei der Items, du bist doof. Ich hab die ganze Geo-Box verloren! Dieses Scheiß-Kindwurm!